Heavy Metal, tiefe Stimme, aggressive Typen. Kaum ein anderes Musikgenre kommt so testosterongeladen daher, umso größer der Schritt für den norwegischen Metal-Musiker Gahl. 2008 outet er sich als schwul. Ich denke nicht, dass Sexualität wichtig ist. Sie beherrscht die Welt nicht, auch wenn die Leute das denken. Für mich sicher nicht. Er steht für eine Entwicklung. Früher ging es in Metal-Songs oft um Heterosex und männliche Überlegenheit. Nicht bei Faith No More. Keyboarder Roddy Bottom schrieb einen Song über schwule Blowjobs und das Video zu Easy feierte 1992 queere Selbstverständlichkeit. Bei uns sang der Sänger halt einen Song darüber, Sperma zu schlucken. Und die Leute so, oh, die Band ist anders. Aggressiv sein ist gerade raussingen, provozieren. Roddy Bottom hat sich 2 Jahre nach diesem Song geoutet. Zu einem Zeitpunkt, als Faith No More mit Guns N' Roses auf Welttournee waren, eine Reaktion auf deren frauenfeindliches Verhalten auf und hinter der Bühne. Es drehte sich nur um Frauen und Sex. Es war wie eine Rückkehr in die 70er und es ging um nichts anderes. Es hatte diesen üblen Geschmack und war sicherlich nicht das, um was es bei Faith No More ging. Roddy Bottom feiert heute in viralen Videos die schwule Liebe. Ein Video wurde von YouTube sogar gesperrt, wegen küssender Männer. Mit seinem Freund tourt Roddy Bottom mittlerweile durch die Clubs. Empowerment ist ihm heute wichtiger, als große Stadien zu füllen. Zu meiner Zeit hatte ich nicht das Gefühl, viele Vorbilder zu haben. Und deshalb war es mir irgendwie wichtig, ein Statement zu meiner Sexualität abzugeben. Norweger Gahl hingegen lebt mit Freund Robin fernab des Rampenlichts. Wir sind nun ein Paar seit 14 Jahren, 2 Monaten und nun fast 2 Tagen. Gahl galt als der Inbegriff des Bösen. 2-mal saß er im Gefängnis wegen Körperverletzung. Das ist Jahre her. Sein Outing wurde in der Black-Metal-Szene kontrovers aufgenommen und hat auch seinen Freund Robin mitgerissen, ihm Spott und Gewaltandrohung gebracht. Doch das Paar trotzt dem Hass. Er ist wahrscheinlich der einzige Mensch, mit dem ich wirklich entspannen kann, zu jeder Zeit und jeder Stunde. Mit dem ich im gleichen Raum still sein kann. Ich habe eine entscheidende Regel im Leben und das ist das Gute sammeln. Gute Menschen sammeln. Metal-Musiker, die das Outing wagten und viel dafür riskierten. Die ganze Geschichte Heavy Metal Saved My Life gibt's in der ARD Mediathek.